Da steht eine Kiste. Warte. Da ist Kies. Da ist Kies. Und da ist ein Knopf am Boden. Moment, ich mach das jetzt so. Ich baue mir hier zur Kurbel hin. Oh mein Gott! Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Moin, meine lieben Kinderhaus und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Titan. Heute mal wieder zusammen mit dem Bimstory. Hallo! Hallo! Und wir joinen auf dem Server. Der heutige Plan für uns ist, uns zu verpissen, sag ich mal. Denn wir haben ein klein wenig verkackt, beziehungsweise nicht wir, sondern ich habe ein klein wenig verkackt und ich muss diese Potion hier noch wegwerfen, weil die ist nämlich nicht erlaubt. Das habe ich jetzt nachgefragt. Echt? Ist nicht erlaubt? Aber Weiß meinte zu mir, dass die erlaubt ist. Also ich habe mit Sinus geschrieben und der meinte, es wäre nicht erlaubt, das wäre ein Fail des Bounty-Teams gewesen. So, okay. Ich habe die ganze Zeit gerade Angst, dass jemand nachjoint. Ich auch. So. Ja, denn ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, aber ich habe in meiner ersten Folge, habe ich vergessen, die Koordinaten auszublenden. An einer Stelle, weil ich so richtig schlau war. Beziehungsweise eigentlich vergessen habe ich es nicht, sondern ich habe es gemacht, aber es wurde halt irgendwie nicht gerendert. So, keine Ahnung, was da los war. Aber Fakt ist, man hat die Koordinaten gesehen und deswegen müssen wir uns jetzt verpissen. Und ich glaube, wir sind von hier oben gekommen, ne? Ja, hast du denn generell noch viel Essen oder eher nicht so? Ich habe noch 2 Brote, mehr habe ich nicht mehr. Okay, ich habe sonst noch was wir braten könnten, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weg, oder? Ja. Erstmal weg. Es ist nämlich so, wir haben ja in der ersten Folge auch Team, ich weiß nicht, wie die Farbe ist, auf jeden Fall wenig Kraft und Q. Oh, da ist auch noch ein Steak drin, lol. Lol, da ist noch richtig viel Essen drin, what the fuck? Oh, und Cube haben uns da gesehen, beziehungsweise wir sie ja auch, lol. Ja, genau. Hey, ja, es laggt irgendwie so ein bisschen, habe ich das Gefühl. So, nein, ich konnte irgendwie nur gerade nichts wegwerfen. Kam irgendeine Fehlermeldung. Und auf jeden Fall, ja, die haben uns da tatsächlich gesehen. Wir waren uns da ja nicht sicher. Und ich habe halt meine Koordinaten auch noch gezeigt. Und das bedeutet, die könnten uns dicht auf den Fersen sein. Das heißt, wir gehen auf Nummer sicher und verpissen uns einmal mal. Weil wir wissen halt auch nicht, was die für Equip haben. Und Verfolgen, glaube ich, tun sie uns jetzt nicht. Sonst wären sie jetzt spätestens schon nachgejoint. Ich glaube schon. Okay, aber man weiß ja nie, ne? Vielleicht würden sie dann halt aber per Zufall so unsere Folge sehen und würden sich dann denken so, oh, die könnten wir ja noch schnappen. Ja. Das wäre nämlich dann auch nicht so geil. Hä? Ich weiß ja nicht. Alter, du hast da richtig viel zugebaut. Nee, aber dann muss das, dann muss hier oben, also das habe ich ja dann nicht mehr zugebaut. Ah, hier, guck mal. Hier oben. Hä? Hier geht's nach oben. Ach so, ich baue mich wie so ein Vollidiot. Ey, siehste. Hast du gut zugebaut, Alter. Ich würde nicht mehr rausgehen, ey. So, so, und gut, jetzt, also, hier. Ich bin mir gerade nicht sicher, es ist Nacht. Oh shit. Ja, egal, dann lass die Monster alle wrecken. Ich glaube, das sollen wir schaffen. Wir haben ja jetzt. Ich habe noch kein Full Iron. Hä? Hä? Hast du noch Eisen im Inventar? Ja. Eisenblöcke oder? Okay. Hä? Habe ich dir nicht Full Iron besorgt? Nee. Wir haben das. Ich konnte das ja nicht mehr craften, stimmt. Letzte Folge wollten wir ja noch so ein oder andere Sache noch machen und haben es dann nicht mehr hingekriegt. Auch das Feld wollten wir ja noch bauen und das haben wir dann tatsächlich nicht mehr hingekriegt. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich wäre jetzt wahrscheinlich aber so durch die Gegend gelaufen. Zack, zack, zack. Warte, ich weiß nicht, welcher Helm besser ist. Ob Ketten mit Schutz 1 oder einfach ein Eisenhelm. Kann ich leider gerade nicht sagen. Wenn ihr es wisst, Leute, schreibt es in die Kommentare. So, den Stick werfe ich hier weg. So, die Crafting Bench nehme ich mit, damit man vielleicht nicht gerade rausfindet, dass sie hier war. Okay, ich habe jetzt mal hier ein bisschen was an Holz mitgenommen, weil man weiß ja nie, wenn man was braten möchte oder so. Auf welche Seite wollen wir gehen? Oder wollen wir vielleicht sogar diese Höhle mit dem Drachen da durchsuchen? Ich würde gern diesen Tipi anschauen. Ehrlich gesagt. Tipi? Ja, komm, wir gehen zu Tipi. Ich habe mir so gut wie alle Folgen angeguckt und keiner ist in den Tipi da gegangen. Oh, hier schon die Alter, wurde die schon kleiner oder? Die war hier. Das ist schon richtig. Wir müssen einfach ein bisschen aufpassen. Da steht eine Kiste. Warte. Da ist Kies. Ja, pass auf. Und da ist ein Knopf am Boden. Moment, ich mach das jetzt so. Ich baue mir hier zur Kurbel hin. Oh mein Gott! Pass auf! Oh mein Gott! Oh nein! Pass auf! Oh mein Gott, Alter! Komm, wir gehen. Aber ich möchte sehen. Achtung, Schlucht. Moment. Konntest du die Kiste nehmen? Nein, konnte ich nicht. Alter, es sind so viele Mobs. Weil ich habe die Kiste ja noch nicht mal geöffnet. Aber ich. Ja, das ist halt wegen dem Setzen vom Kobbel. Aber wenn dann Skelett dich dann runterschießt, ist es das nicht wert. Ja. Wir gehen mal Richtung hier ein bisschen weiter rein. Alter, es ist so verplant, ne? Kacke, warte, wie viel Wolle hast du? Ich habe 2.
Ich habe auch zwei. Wenn wir jetzt vielleicht noch zwei Schafe finden, könnten wir uns ein Bett craften. Das wäre vielleicht ganz geil. Oh lol, ich habe gerade mein Wasser verloren. Oh, das war richtig schlau. Nice. War richtig gut gemacht. Hast du noch gekochtes? Warte, ich habe noch ein Steak, habe ich noch. Ja, ich... Du hast ja, glaube ich, dieses 7 da genommen, ne? Ja, ich gebe. Hey, wo war denn der Tipi? Weißt du das noch? Ja, der muss hier irgendwo gestanden sein, aber ohne Witz, ich möchte wissen, was da in diesem Untergrund war. Wollen wir da nicht reingucken? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich meine, wir racken die doch alle easy weg. Okay, bei mir jetzt geleckt und der ist einfach so ein bisschen vor mir explodiert. So viel zum Thema easy wegracken, ne? So, gut. So, okay. Ich würde aber sagen, warte, wir verschaffen uns erstmal ein bisschen Überblick. Ich will gerne diese Kiste noch holen, weil du weißt halt nie, ne? Ja. In solchen Kisten können, glaube ich, relativ guter Stuff drin sein, so Netherwarzen und so. Ja. Ich glaube, Nodop hat ja auch so eine Kiste. Und ja, Leute, man darf die Folgen da... Oh, ein Bogen! Oh, bei mir leckt es gerade total. Warte mal, ich nehme diese Kiste. Da ist ein Dia drin. Da ist ein Dia drin. Hä? Was? Eisen. Ernsthaft? Ja, aber ich konnte den Dia gerade nicht rausnehmen, weil ich Angst habe, von Mobs runtergeschossen zu werden. Okay. Warte. Aber die Pfeile sind ja nicht tödlich, wurde. Achtung, ich aktiviere hier mal eben den Knopf. Doch, sie können schon tödlich sein. Aber die sind dann, wenn sie tödlich sind. Kohle ist ja auch noch ein paar Ranken. Skelettschädel brauchen wir alles nicht so gut. Dann würde ich sagen. Alter, die dann Wallball, würde ich sagen, dann gehen wir auf zum Tipi. Wir gehen in diese Richtung. Komm, wir gehen in diese Richtung. Ja, okay. Komm, wir gehen jetzt hier einfach weg. Nee, wir haben in dem Fall schon ein Dia. Jetzt können wir eine Dia-Schaufel machen und alle kaputt hauen. Mit der Schaufel komme ich und. Ich gerade nicht unbedingt runter. Siehst du die ganzen Mobs, Alter? Das ist so krass, ey. Hier oben war der doch irgendwo, ne? Weil wir sind ja dann von hier oben runter und hier müsste der doch irgendwo gewesen sein. Ja, wir sind von da hinten gekommen, ne? Warte, von da ganz hinten. So. Da ist er, ich seh ihn. Okay, ich komm zu dir. Ich geb dir jetzt gleich was zu essen, weil ich, Ja, ich brauche was. Ich möchte nicht, dass du irgendwie stirbst oder so wegen mir. Ja, ich hab nur noch rohe Scheiße hier. Rohe Scheiße. Vorne ist der Tipi, Alter. Oh, ey, wenn da noch ein Dia drin ist, Alter. Alter. Die Frage ist, wollen wir uns dann direkt ein Dierschwert machen oder halt warten, bis wir so Titan-Ohr haben? Weil dann könnten wir theoretisch den Titan-Rüstung machen. Das stand hart vor der Frage. Mach dir lieber ein Dia-Schwert, weil ich glaube, dann sind wir schon ein bisschen im Vorteil. Warte, hier ist erstmal. Warte, ich gehe mal hier so durch, ne? Hä? Warte, das sind Betten! Schlaf! Oh, nice. Nichts anderes. Ja! Bestes PvP-Projekt, wir schlafen in einem Zelt. Jui! Ja. Was? Guck dir hier mal die Rüstung an. Achso, nee, wir haben eine bessere. Aber die bauen wir ab. Weil möchte nicht, dass es irgendjemand bekommt. Ja, das ist so Anfänger-Stuff hier, ne? Das hätten wir gut am Anfang wirklich benutzen können. Das hätten wir nicht benutzen können hier. Warte, so. Andere Frage ist, hast du Flint? Ja, habe ich gerade dahin geworfen. Jetzt auf Flint? Ja. Boden geworfen, hä? Ich glaube, ich habe es auf den Boden geworfen. Bei oder, Flint könnten wir noch Feuerzeuge machen. Oder ansonsten, wenn da draußen ist ja noch, Gravel-Dinger, die platzierst du einfach und baust die ab, dann hast du auch Flint. Müssen wir dann in dem Fall kurz so machen, weil wenn wir uns beide ein Feuerzeug machen können, dann hätten wir schon mal ein Feuerzeug halt, ne? Und ein Feuerzeug ist ein Feuerzeug in Feuer. Feuerzeuge bringen Feuer, aber das einzige Problem ist, Wo bist du? Unsere Aufnahme, ich bin hier ein bisschen weitergelaufen. Hi. Nein, in die andere Richtung. Hi. Ah, siehst du mich? Hi, der Typ da unten. Hallo. Ja, achso, da. Komm, wir gehen jetzt einfach trotzdem weg, weil ohne Scheiß, ein Feuerzeug ist es nicht wert, wenn wir dann gekickt werden und immer noch hier sind. Besonders jetzt dann noch an der Oberfläche. Ja. Weil ich schon ultra gerne hier reingehen würde, ne? Zu diesem Drachen da. Da wäre schon. Sollen wir nicht einfach mal so ganz kurz reinspicken? Ich meine, wir haben ja noch fünf Minuten reichen, um uns irgendwo zu vergraben und dann sehen die morgen, vielleicht wenn die dann morgen unsere Folge gucken, dann sind wir ja eh schon wieder komplett woanders. Ja. Also. Aber hier sind übertrieben viele Mobs drin, ne, weil es halt dunkel ist. Besonders die Endermänner machen mir gerade etwas Angst. Ich komm auch mal. Ich bin da jetzt schon drin, ne. Was ist denn da hinten? Da hinten ist Glowstone. Aber pass auf, ne. Ich hab verdammt Angst, so wegen Druckplatten oder so. Ja, und pass auch auf wegen Creepern, ne? Also. Ja, nicht, dass wir hier noch den Petrit machen. LOL, das ist ein Diamond Ore! Was? Oh mein Gott, das ist ein Diamond Ore. Aber ich hab Angst, das abzubauen. Warte. Ich hab ihn! LOL. Nice. Warte. Was ist denn hier im Glowstone drin? Pass auf! In den Redstone-Lampen. Pass ein bisschen auf, das sind so viele Zombies, hallo! Das ist noch mehr Diamond Ore, Alter, das muss man eben. Was? Das ist überall Diamond Ore, Alter. Als ob wir die Ersten sind, die das hier jetzt, Doch, da ist niemand reingegangen, glaube ich. Redstone? Lol, ich hab noch einen Diamanten.
Dann sind ja, da nice, Köpfe. Wenn wir noch einen finden könnten, wäre es halt episch, ne? Dann hätten wir beide einen Dia. Warte, wir haben jetzt 3 Diamanten, das heißt, wir können uns ein Dia-Schwert machen. Willst du das dann haben sonst? Nee, das nimmst du, weil ich möchte nicht irgendwie, weißt du, ich bin da nicht so gut im PvP wie du. Ja gut, ist alles nur Ping, Hashtag Ping-Player. Oh nö, das darf man nicht. Hey, da ist ein Kopf, den möchte ich gerne haben. Der ist auch noch zum Kopf, ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt hier auch wieder weg, ne, weil ich glaube, wir haben hier alles geholt, was es zu holen gibt. Ja, ich glaube, viel mehr ist hier nicht, fünf du bist Minuten in 5 Minuten. Okay, wo wollen wir denn dann hingehen? Das heißt, wir haben noch so ein bisschen Zeit, keine Ahnung, ist vielleicht hier oben auf dem Drachen noch was, das nimmt mich fast ein bisschen Wunder gerade. Aber was ist, wenn die Leute dann auch selbst in den Drachen reingehen? Ja, wir müssen hier unbedingt weg, ne, also das steht für mich fest. Also okay. Ich würde sagen, hier auf dem Drachen ist, glaube ich, nichts mehr. Oder im Drachenkopf vielleicht? Ja, habe ich mir jetzt auch gerade gedacht. Alter. Wir denken gleich, also ähnlich. Das ist schon mal gut. Nicht ganz gleich, sonst hätte ich meine Koordinaten nicht gezeigt. Aber ist das, wäre es jetzt echt, es wäre vielleicht, glaube ich, aber echt nicht dumm, wenn wir uns einfach zum Auslocken, guck mal, hier reinbauen, weil, ich meine, die bauen dann... Aber warum, wir haben ja noch 5 Minuten. Ja, da hast du Komm, recht, wir gehen jetzt aber hier wieder weg, weil das ist ganz weit weg. Das Problem, was ich aber habe, ist, dass dieser Drache, der sieht jeden, ne? Und das lockt halt schnell mal an, dass man sich denkt, so, können wir uns anschauen. Deswegen würde ich sagen, komm, wir gehen einfach mal eine Runde Hui. Weg hier. Bin vom Zehner gesprungen, das war toll. Ja, so. Wir sind so cool. Fuck, hier ist Wasser. Oh, die Facecam hier ist gerade so dunkel, Leute, es tut mir sehr leid, dass die Facecam jetzt so dunkel ist. Die Frage ist, wohin wollen wir? Wollen wir einfach hier hoch und weg? Also halt... Einfach weg von dieser Gegend hier. Hier ist halt Veni extrem nah. Ich weiß ja nicht, ob es schlau wäre, in Richtung Stadt wieder zu laufen, weil wir halt dann in der Stadt rechnen ja damit dann keiner, dass noch jemand in der Stadt jetzt ist, oder? Also ich glaube, in der Stadt wären wir am selbsten, weil die meisten sind halt nach außen gegangen, um da hinten war Veni, da waren die. Ja, die haben da hier sich rübergebaut, deswegen, die sind... Wir sind gar nicht hier, niemand sieht das. Alter, mein Herz klopft schon wieder, weil die wissen ja jetzt... Ich hoffe jetzt einmal Veni, wenn ihr meine Folge schaut, ja, dann hasse ich euch. Gibt erstmal ein Diabo. bei mir leckt so ein bisschen, ne? Also ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht weil mein Bruder nebenan auch gerade noch spielt. Ich kann nicht mehr rennen. Sprinten, hast du noch Essen? Ja, dann take this shit. Oh ja, hier kannst du den Kopf haben dafür. Boah, geil, hab ich mir schon immer gewünscht. Ja, so komm, wir gehen mal. Alter, ich hoffe einfach, in der City ist nicht noch jemand. Auf der anderen Seite. Boah, Achtung! Boah. Ey, ich würde sagen, was wir jetzt gerade als erstes mal kurz machen müssen, ist das Dierschwert craften, ne? Sonst haben wir das dann am Ende. Und können das nicht benutzen, Alter, oder so. Das wäre dann auch Creeper, ich weiß gar nicht mehr, wo du bist, weil ich mich jetzt durch den Creeper total verloren habe. Ich bin nur ein bisschen weiter nach oben gegangen. Achso, noch. Hier. Ah, ich sehe dich. Ha, hi. Achso. Dierschwert hast du jetzt, ne? Ja, ich habe jetzt das Dierschwert. So, okay, was gibt's sonst noch zu craften? Ich weiß nicht. Wollen wir noch Öfen aufstellen? Weil ich habe noch ganz viel rohes Schweinefleisch gerade auf dem Weg gefarmt. Dann kann ich hier noch einen Ofen aufstellen. Ja, dann stelle ich auch noch schnell Schweinefleisch hinmachen. Und ich würde dann aber sagen, wenn dann irgendwie kommt noch 30 Sekunden, bauen wir das ab, laufen noch so ein bisschen hoch oder irgendwo bauen uns ein oder keine Ahnung was. Diesmal einfach Koordinaten nicht zeigen. Moment, was aber trotzdem noch schlau wäre, ich brate dann nochmal 2 Steine für den Eingang, nicht, dass die dann sehen, oh, da ist jemand reingegangen oder so. Mhm. Oh, scheiße, ich habe gar keinen Stein mehr. Hast du vielleicht noch 2 Cobblestone? Ich habe noch relativ viel Cobblestone. Ja, dann pack das mal hier rein in den Ofen. Moment. Hä? Hier, Kohle. nein, keine Grafik. Fuck. Okay, gut. Auf der anderen Seite, wir nehmen jetzt 14 Minuten auf. Wie gesagt, 2 Minuten haben wir sicher gebraucht für die Ansage und alles vorher. Das heißt, wir haben wahrscheinlich noch so 2 Minuten. Moment, ich möchte mir jetzt auch ganz gerne noch einen Bogen craften. Einen Bogen habe ich, stimmt. Hast du Pfeile, so im Allgemeinen ein paar? Ja, ich habe 18 Pfeile. Pfeile habe ich gar keine, weil ich ein Opfer bin. Ja, dann gebe ich dir mal 9 davon. Die Hälfte halt einfach. Dann haben wir beide schon mal Bogen. Ich habe einen Diamond Sword. Ich glaube, das wird was. Ich werde zwar dann wieder 1000 Mal in den Kommentaren Killer, du hättest kein Diamantschwert machen sollen, sondern Zaubertisch und keine Ahnung was, aber... Gibt es nicht in der Mitte einen Zaubertisch? Ich weiß gar nicht. Oh, in einer Minute. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen ab, würde ich sagen. Nice. Einfach damit das dann halt nicht hier ist. Es ist halt einfach so ein bisschen Spuren verwischen jetzt, würde ich behaupten. Oder wollen wir oben einfach in ein Haus gehen? Oder ist das zu risky? Weil da oben wäre eins. Auf der anderen Seite, ich glaube, wir sind sehr gut equipped, so im Allgemeinen halt.
Ja, du hast auch noch ein Dia-Schwert und so, ne? Ich hab einen Bogen. Ich glaube, schlecht sind wir definitiv nicht dran. Wir haben eigentlich die drittbeste Rüstung so. Und ja, wir werden gleich. Hast du schon alle Folgen angeguckt? Oder wollen wir nicht? Nee, ich meine im Allgemeinen die drittbeste Rüstung, weißt du, so vom Spiel her. Komm, wir bauen uns aber hier ein. Okay. Zack. Hast du die Steine? Ja. Bauen wir hier so ein bisschen zu. Ja, damit rechnet keiner. Ui. Zack. Ich hatte gerade Angst, wir können nicht mehr weiterbauen. Ja, das wäre echt scheiße gewesen. So. So. Gut, Killer. Wir haben es überstanden. Stell mich hier. Wir haben die dritte Folge überstanden. Ja. Und drei Folgen. Wir leben noch. Und ja, die Geräusche übrigens, die ihr immer hört, wenn wir connected sind oder nicht, also eben disconnected, sind von so einem Tool, sage ich mal, wo man das halt so ein bisschen verfolgen kann, wer connected und wer nicht. Und ja, dann würde ich einfach sagen, Leute, schaut auf jeden Fall auch noch beim lieben Bumsdorf vorbei. Und von meiner Seite aus würde ich sagen, haut rein, bis dann und tschüss. Tschüss.